War er damals noch mit dieser einen Freundin, die er so über alles geliebt hat, zusammen? Ja, Danke. und dann, wo wir befreundet waren, ging es auseinander. Hast du diese mal kennengelernt? Ja. Er war ja lange mit dir zusammen. Ich habe sie einmal gesehen, da saßen wir, ich schwing ab und zu mal weg. Da waren wir in der Katzbachstraße, wir saßen draußen, war Sommer. Und wir haben gelacht und hihi, haha und so, weißt du. Und dann lief eine Braut vorbei mit einem Typen und ob er einen Geist gesehen hat. Wir haben nicht verstanden, was los war. Er ist aufgestanden und irgendwann reingegangen. Hä? So, kennst du das so, ah, voll lustig. Und dann, irgendwann kam er raus. Was ist los? Ja, nix. Nee, er ist ernsthaft. Ja, die da, die ganze hinten, ja, ist meine Ex. Ich dachte mir, okay, keine Ahnung, was passiert ist. Ja, das war so. Ja, bei manchen Leuten ist es halt extrem, wenn sie deren Ex-Partner sehen, ne? Die kommen nicht klar, Digga. Der ganze Tag ist dann vorbei, so, ne? Oder der ganze Tag dreht sich dann um die Ex-Freundin, Digga. Die Liebe seines Lebens hat Ja, aber das war ja schon 100 Jahre vorbei. ja. Also ich weiß ja nicht, Ich war ja. wie viele Jahre von dem, von meinem, also Katzbachstraße, also muss 10 Jahre später gewesen sein.